das ist wieder eine Schnecke. Ey. Blöde Schnecke. Das ist aber ganz schön eine schnelle Schnecke. Okay. What the? Das ist eine Rennschnecke. Aber sowas von einer Rennschnecke. Sieht sehr gesund aus, muss ich mal so. So. Ich dachte jetzt schon, ich muss auf die Schatten drauf achten, aber sieht einfach. Oh. Die Gesundheit ist um 1 gestiegen. Also für uns war die Geisterinsel ja sinnvoll, aber hier ist halt sonst auch nichts. Besten Willen, hier ist halt sonst echt nichts. Nur weg von hier. Irgendwie tut es mir eher leid für ihn, aber war halt nicht. Hey, du hast überlebt. Nun hast du einmal voll Rubin oder Gold entdeckt. Ich glaube, du wurdest reingelegt. Auf der Insel gab es weder Gold noch sonst was Gutes. Was? Tja. Das war die 3 Tintenfisch, die ich dafür bezahlt habe, dann überhaupt nicht wert. Warum hast du geglaubt, dass eine Schatzkarte, die ein Pirat für 3 Tintenfische gekauft, echt zu einem Schatz führen würde? Weil, du hast eigentlich recht. Naja, danke, dass du mir geholfen hast. Dafür darfst du dir jede Zeit mein Boot nehmen, damit du zur Geisterinsel kommst. Na wunderbar. Was soll man bei der Geisterinsel oder so? Krabbenhagen. Die Wattbestie. Fichtenhüft. Ballasthafen. Und irgendwie so eine Bestie soll man besiegen. Das Problem ist, wir kriegen die Felsen ja eh nicht gehoben. Und hier ist halt keine Bestie. Das würde mich mal interessieren. Totenkopfkrähen, würde ich mal so sagen. Sieht einfach wie so ein Totenkopf aus, was sie da auf den Kopf tragen. Spinni, Spinni. Hinten halt runter. Aber eigentlich.
bin ich dafür, dass wir runtergehen. Ich habe eine bessere Idee. Wenn du die Fähre nehmen willst, musst du nur an Bord hüpfen. Und ich öffne das Tor. Warst du in letzter Zeit an der Steinfalkenkreuzung? Die Monster würden diese Richtung wohl stärker, wenn du dich hier in ein Gebiet verirrst, wo die Monster zu stark für dich sind. Es ist keine Schande, wenn du erst zurückkehrst, sobald deine Waffen oder deine Rüstung besser sind. Steinfallkreuzung. Die Steinfallkreuzung sind wir jetzt. Okay. Das ist ein Rosenwurz gefunden. Hey, du darfst hier nicht durch. Das ist die streng geheime Basis der unglaublich starken Piratenbande namens Traumkanonen. Wir jagen dich in die Luft, wenn du dich mit uns anlegst. Ernsthaft, Traumkanonen? Traumkanonen. Ja, Traumkanonen. Ich hab mich nicht verlesen. Traumkanonenpirat. Okay. Das ist super geheim. Voll geheimes, geheim versteckte Traumkanonen. Autsch. Bisschen mehr drauf, als ich gedacht habe. Ach, das. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Zeug zum Heilen habe. Muss ein bisschen aufpassen, aber ja. Hier genug zum Heilen. Okay, ich brauche einen Bogen. Da brauche ich einen Bogen. Ohne Bogen wird das nichts. Schon wieder hier? Nee. Doch, doch. Schild. Norden Eichenport. Osten Gabermund und Kitzenkopf. Also
Kitzkopf war Mungabemut ist im Osten und Norden ist Eichenport. Aber Eichenport. Eichenport kommen wir halt nicht hin. Nicht lang. Das müssen wir erst Richtung zum gekommenen Wirrwald da. Sammeln. Na komm. Moment. Hat er was gedroppt? Sollen wir die Gift. Da geht's doch irgendwie. Da will ich hin. Das ein oder könnte das sein? Bin mir halt nicht sicher. Ich hab's mir eingebildet. Schade. Unten ging's nicht weiter. Drüben geht's nicht lang, also geht's hier weiter. Hier war ja irgendwie Gezeitenwald, genau, der Gezeitenwald. Kitzkopf C4-Bucht. Die C4-Bucht wollen wir auch noch nicht. Lassen einen ausgetrockneten Jobbrunnen. Das hat doch was zu bedeuten. Und? Also ich hätte jetzt Lust, Bäume wegzuspringen, aber das klappt doch auch nicht. Muss man. Nee, da kommt auch so hin wahrscheinlich. Kannst du halt wegspringen. Auf den Gedanken kam ich jetzt gerade überhaupt nicht. 20 Kronen. Und unsere Bomben gehen uns gerade aus. Sehr schön. Aber erstmal. Yeah.
Okay. Das war doof. Da muss ich den sonst hinschieben. Doch nur noch hochschieben. Wenn ich den aber hochschiebe, klappt das nicht mehr. Dass die Höhle ist eigentlich eine Art Ausgang. Vorzeitiger Ausgang. Ja. Das ist unfair. Weil wenn man das nicht sieht, dass da einer ist. Nicht angedacht, dass sie so viel Schaden machen können. Oh. Seine Wurzel eines weißen Alraun erhalten. Deswegen ist er so stark. Du hast einen alten Schlüssel bekommen. Er passt wahrscheinlich in ein Schloss in der Nähe. Ja. In ein Schloss in der Nähe. Das ergreifen, aber bringt mir gerade halt irgendwie überhaupt nichts. Zephyrbruch, Gezeiten und noch was es gibt. Okay. Ist ja okay. Mach das nicht. Was hat er denn hier gelandet? Vor allem Bienchen. Zerstöre Bienennester. Die haben eigentlich auch ein Recht zu leben. Thank you.
Ha! Da sind aber noch ein paar Pflanzen. Ich weiß zwar überhaupt noch nicht, wo wir hier sind, aber ja. Hier kann man einfach runterspringen. Ja. Den machen wir noch schnell. Du hast eine Rüstung gefunden, die etwas besser ist, als sie die aktuell trägt. Deine Verteidigung hat sich um 1 erhöht. Es sieht nach der gleichen Rüstung aus. Aber sie ist besser.